Feurio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Magie. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr mir immer helft und so viele Kommentare immer in die Kommentare schreibt. Ha, so viele Kommentare immer da lasst. Das freut mich sehr und wir haben ja in der letzten Folge damit angefangen, hier dieses Master-Ritual fertig zu machen. Und das will ich jetzt gleich auch tun. Ich überlege nur, wir deaktivieren am besten vorher die Schalter, dass wir hier unsere Ruhe haben und nicht eventuell an Blut leerlaufen. So. Und dann machen wir jetzt das Ritual fertig und dann werden wir das mal durchführen. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so funktioniert. Der kriegt das wieder nicht. Wie immer, ich mache direkt ein paar mehr Steine. Ich habe mal gelernt, also von denen kann man gar nicht genug haben. So, Ritualsteine. Zack, alle fertig. Und dann gehen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, ich brauche 50.000 Life in meinem Netzwerk. Habe ich auf jeden Fall. Und ja, jetzt regnet es. Das ist nicht so schön. Wir machen das mal schnell, da das hier wieder schön wird. Und dann werden wir jetzt dieses Ritual of the Evolution machen, also Living Evolution. Und ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, ob ich das einmal nur machen muss. Aber ich habe dafür auf jeden Fall alles da. Wir haben den Weak Activation Crystal. Wir haben einen aufgewerteten Ritual Diviner. Wir haben die Ritualsteine. Ich habe keinen Master Ritualstein, ne? Ja gut, aber das ist ja jetzt, das ist ja dann nochmal das Leichteste. Okay, ja, dann ist im Prinzip alles startklar, um das jetzt durchzuführen. Warte, wir machen noch schnell den Master-Ritualstein. Ach, kommt schon. Jetzt habe ich... Nein, ey. Da, ich habe noch ein bisschen Obsidian. Ich dachte schon. Gut. Zack, zack, zack. Auch nochmal Obsidian. Mit Obsidian haben sie es aber auch. So. Da ist der Master-Ritualstein. Den brauchen wir immer. Und dieses Ritual, wo kann ich das durchführen, ohne dass sich da jemand gestört von fühlt? Ich weiß es ehrlich nicht. Könnten es hier vorne hinbauen einfach, aber das ist, glaube ich, Earlys Altar, das findet er nicht so lustig. Im Basti sein Haus. Nö, ich denke, ich stelle es einfach hier vorne hin. Können wir machen das einfach hier auf der Wiese. Oder so. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie hoch es ist. Wir probieren es einfach. Meistens ist es so, dass man ein höher braucht. So, und dann machen wir hier den Master drauf. So, und dann klicken wir uns einfach mal da durch. Also entweder ist es jetzt fertig oder irgendwas ist im Weg. Ich glaube, es ist fertig. Oder sind es, das sind 5, 10, 15, 20... 24. Ich brauche eigentlich 48 von denen. Das stimmt irgendwas noch nicht. Nee, das ist definitiv so noch nicht richtig. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung im Platz fehlt. Also entweder nach oben oder nach unten. Unten hätte er, ja, vielleicht ist das Gras im Weg. Ich dachte da vielleicht, dass er das von alleine wegmacht, aber nein, leider nein. Oder sind hier Gräser dabei, die dir nicht überschreiben kann? Ich denke, normales Gras geht, aber alles andere wahrscheinlich nicht. So. Ist das jetzt gut genug? Wollen wir noch den einen Baum hier? Noch das eine Holz weghauen. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt geht's weiter. Alter, übertreib halt einfach an Kristallen, die man hier braucht für das Ganze. Boah. Übelst krasses Ritual von der Höhe her. Fertig, würde ich sagen. 48 Steine, ja, passt. Ja, Freunde, jetzt weiß ich nur nicht, wie das funktioniert. Ich kann es gleich aktivieren. Aber ob es das macht, was es soll, keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal aus. Und vor allen Dingen, also wir gucken jetzt mal auf unsere Rüstung, die hat jetzt 100 von 100. A rush of energy flows through the ritual. Mal 100 von 100. Und fertig? Nein. Hat er jetzt funktioniert oder was?
Code Shift. Ja, aber was muss ich jetzt machen? Muss ich die vielleicht da drauf werfen? Warte mal, ist ja meistens so. Oh, okay. Ist der neben geworfen? Das gibt's so gar nicht. Haben wir noch Steine, um mich hochzubauen? Damit. Wartet mal. Guten Tag. Nimm mal hier. Es passiert halt nichts. Wie? Wie funktioniert der Scheiß? Okay, gucken wir mal eben, ob. Ja, auf jeden Fall ist Blut verbraucht worden. Jedes Mal. Nachdem ich das jetzt aktiviert habe. Aber bisher ist nichts passiert. 100 von 100. Müssen die vielleicht heile sein, die Sachen? Ich habe gerade echt keinen Plan. Warum geht das denn nicht? Warte, wir schauen mal schnell bei YouTube vorbei. So, YouTube. Ritual of the Living Evolution. Und irgendwas müssen wir ja falsch gemacht haben. So, Rituale, ja, bla bla, will ich nicht hören. Ja, die Rüstung, bla, wissen wir. Haben wir alles an. Hätte ich sie vielleicht noch nicht verzaubern dürfen? Ja, komm, mach mal hier. Was macht der? Schmeißt der das da drauf? Irgendwie, a rush of energy flows through the ritual. Ich verstehe noch nicht so genau, wie er das macht. Toll, da steht es gar nicht, war gar nicht das richtige Ritual. Mann, wie wird einem das denn da nicht erklärt? Wieso habe ich so viel Speed? Was zur Hölle ist jetzt los? Ist es vielleicht doch schon geupgradet und er zeigt es noch nicht an? Quick Feed Level 4. Moment, zeigt er das vielleicht wirklich nicht an? Also, es kann ja sein. Aber es interessiert ihn ja doch nicht, ne? Egal, was ich damit mache. Ach, komm schon. Irgendwie. Oder war es? Es kann natürlich sein, dass es wirklich schon aktiviert war. Wir es jetzt halt einfach nur nicht mitkriegen. Toll, und wieder liegt was daneben. Kann noch ein letztes Mal probieren. Ich habe ein bisschen Angst um mein ganzes Blut in meinem Netzwerk. So. Das interessiert ihn nicht. Ja, also, ich kann es euch nicht sagen, Leute, ob das funktioniert hat oder nicht. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Boost gekriegt, weil wir können jetzt Highspeed rennen, wie ihr merkt. Ich weiß nicht, ob wir vorher schon so schnell waren. Ich glaube aber nicht. Bisschen übertrieben sogar, meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir aber erst wieder Blut auffüllen und ich habe keine Ahnung, ob das Ritual erfolgreich war. Das ist echt ein blödes Gefühl gerade. Jetzt mal schnell das Ding hier wieder an. So, zack. Und die Mob Farm. Gibt's wieder Party Time. Aber Upgrade Points. Es sind einfach nicht genug Upgrade Points. Ritual of the Living. Tja, ich kann es euch nicht verraten. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Oh, guck mal. Wir sind mit dem Blood Orb mittlerweile so gut, dass wir einfach Upgrade acquired. Wie? Wieso? Wo? Da, guckt es an. Es flimmert hin und her. Vielleicht reconnecte ich einfach mal eben. Scheint vielleicht ein Anzeigebug zu sein. Man hat auf jeden Fall jetzt gesehen, dass es über 100 springen will. Aber Probleme macht.
Vielleicht haben wir es sogar kaputt gemacht, weil wir es dreimal hintereinander gemacht haben. So, ne, steht immer noch falsch da. Aber ihr seht, es springt hin und her. Das scheint also wirklich ein Anzeigefehler zu sein. Dabei macht es das wirklich immer höher und besser. Wir müssen nur gucken, auf was wir eigentlich wollen, weil Quick Feet ist natürlich schön, schnell rennen. Strong Legs, das heißt, ich kann hoch springen. XP kriege ich viel. Soft Force, also ich könnte es ein bisschen boosten. Ich weiß, man kann irgendwie dafür sorgen, dass man, ja, wie heißt es, dass man gewisse Sachen, die man halt nicht braucht, ausbucht aus dem Ding. Da müsst ihr mir nochmal schreiben, wie das funktioniert, dass man also gewisse Stats davon runternimmt, um damit was anderes also zu verzaubern und dann das aufzuwerten. Ich glaube, ich traue mich nicht, einen Wizard alleine zu töten. Wobei das, wie Basti und ich das in Craft Attack gemacht haben, war ja eigentlich ziemlich witzig. Upgrade acquired, oh, guck mal. Da gibt es jetzt noch Sachen zwischen. Anscheinend bin ich bei Quick Feed auf Level 6. Aber er kann es halt nicht anzeigen. Wir sind schon bei, wenn ich das richtig erkenne, entweder bei 288 Points oder ich weiß auch nicht. Wir haben die Armor kaputt gemacht. Guck dir das mal an. Wui. Alter. Ist ja nicht normal, so schnell zu rennen. Wie cool das einfach ist, Mann. Aber es braucht unglaublich viel Essen. Mein Notification-System. Wieso kriege ich so viel HP? Was ist passiert, Mann? Also was immer die Rüstung jetzt auch gemacht hat, sie hat es unglaublich geboostet. Nur leider reicht dann das Essen nicht mehr, was ich habe. Dann würde ich mal sagen, wir gehen gleich in den Nether und gucken mal, ob wir ein paar Wither Skeleton Skulls finden, weil wir brauchen ja unbedingt ein paar von den Viechern. Wie weit sind wir jetzt hier mit Divination Sigil? Wie viel haben wir jetzt drin? Ach, 800.000. Okay, das ist genug. Ist gut, ihr könnt aufhören. Ich glaube, wir bräuchten theoretisch noch einen weiteren Ort, den wir hier lassen, um das... Wartet mal, habe ich das doch auch so gemacht? Wartet. Ich hab doch noch einen Orb, der nicht so stark ist. Den lassen wir einfach drauf. Oder wir machen einen neuen. Wir machen einfach noch einen davon. Sollte genug Blut drin sein. Kann das nämlich auch anbleiben. Und das Ritual unten kann anbleiben. Dann lassen wir einfach den Orb da drauf und haben immer genug Blut drin. Ich weiß, viele sagen, mach doch einen zweiten und dann hat man halt direkt instant. Ja, so. Dann hat man halt immer genug Blutversorgung und trotzdem hat noch den Crafting-Bereich. Aber ich finde es so auch okay. So, aktivieren wir den einmal nochmal. Ich hoffe, der andere ist dann auch noch aktiv. Kann man noch zwei von haben, ne? Ja, wenn ich das richtig sehe, ja. Okay. Ja, das lüft. Und ich denke, das läuft auch voll. Ich hätte gerne noch so ein bisschen irgendwas, was mir HP gibt, so auf die Dauer. Das wäre cool. Aber wir gehen jetzt erstmal gucken, ob wir irgendwo Wither Skeletons finden. So wenig dürfte es ja nicht geben oder irgendwer. Irgendwo muss es die ja... Hatten wir nicht sogar schon aus Dungeons welche gefunden? Ich glaube nämlich schon. Aber egal. Wir verschwinden zum Spawn in den Nether. Alter, dieser Boost, ey. Ist halt leicht übertrieben. Und versuchen jetzt mal eine Netherfeste zu finden. Leider gilt der Boost des Rennens nicht für die Flugrune. Was zum Geier war das? Hallo? Ist das hier ein Spawning-Haus? Oh, hallo? Noch nie reingeguckt in das Ding. Das ist bestimmt nur ein Dungeon oder sowas in der Art. Wir brauchen halt eine Nether-Festung. Oder wie kommt man schneller an die Skulls dran? Ich weiß auch nicht, ich glaube, das Ding hier ist auch schneller als der Besen. Flämmchen wäre natürlich noch schneller. Da war im Übrigen nochmal so ein Gas-Queen. Spawner, wo Ernie und ich schon dran? Was seid ihr denn für süße Dinger? Hey, Moment, fies. Ihr seid süß. Seltsam, aber süß. So, das habe ich noch nie gesehen. Wieder irgendein Upgrade gekriegt auf meine Armor. Das geht jetzt aber echt fix. Ich glaube, im Nether war noch keiner so viel erforschen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass durch die Lags ich in Lava falle.
Wenn das passiert, werde ich sauer. Da ist eine Netherfestung, okay. Na, dann gucken wir doch mal. Hallo, Freunde, ich bin's, Baloui. Ich hätte gern ein paar Wither Skulls. Wither Skulls. Hey, Kollege. Ich müsste Beheading auf meine Waffe machen, ne? Damit ich das überhaupt kriege. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Beheading. Wie heißt denn das Upgrade bei Tinker's Construct für Beheading? Macht das Sinn, Leute? Soll ich das noch drauf machen auf die Waffe? Beheading? Weil ich weiß sonst nämlich nicht so genau, wie wir an Köpfe schnell und ohne Probleme kommen sollen. Wir können zwar jetzt überall rumrennen und hoffen, dass uns irgendwo noch ein paar Wither über den Weg laufen. High Speed Louis. Mann, die Rüstung geht voll ab. Das macht irgendwie Spaß. Nur irgendwie, dass der Hunger trotzdem normal weit schnell weiter tickt, nervt ganz schön. Ich brauche irgendein Essen, was so richtig, richtig satt macht. Dachte gerade, ich falle in Lava. War knapp. Hier noch irgendwas drin? Oh, nö. Hier? Nö. Wer hat denn das auf meinen Kopf gebaut hier? Da ist irgendwas nicht richtig gespawnt. Hallo. Okay, also so ein Wither-Skelett haben wir gefunden. Nee, die tue ich nichts. Die sind auch nur gespawnt hier. Die haben Spaß. Aber hier ist nix. Nix. Okay, Leute, was ist denn eure Idee? Wie kommen wir am schnellsten an Wither-Skeleton-Skulls? Kann man die vielleicht craften? Gibt es eine Möglichkeit, Wither zu spawnen? Oder warte mal. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Vielleicht gibt es ja in Modpacks manchmal die Möglichkeit, das herzustellen. Ne. Also herstellen geht nicht. Also Wither Skull vielleicht? Ah. Mit Withered Ribs, okay. Aber dafür bräuchten wir auch Skeleton Skulls. Okay, das ist gut. Wir müssen auf jeden Fall die Withered Ribs aufheben, wenn wir sie finden. Ich glaube, wir haben davon bestimmt welche zu Hause. Aber ich brauche ja insgesamt 3 Wither, um, 4, um die, das Ding zu bauen. Hey du, komm mal her. Komm mal da runter. Irgendwas, was der Sinnvolles fallen lassen hat? Nee. Rohrback, aber sonst. Ist es hier echt nicht so? Oh. Bist du ein Gebooster? Das fehlt auch noch. Hey du! Auch noch. Oh, da war eins. Das ist der erste. Nice. Hallo, hast du hier oben zu wenig noch einen Wither gefunden? Ach, das ist ein Blaze-Spawner. Braucht doch kein Mensch. Ich sollte einfach mal bei Early in die Kisten gucken und so. Aber da möchte ich halt wirklich ungern dran gehen für, ouch, für diese Wither-Skeleton-Skulls. Die sind halt schon, ich sag mal, selten. Ich habe auch ein paar gefunden und ein paar an die Seite getan. Trotzdem möchte ich nicht an andere Leute dran gehen, was das angeht. Wir können ja jetzt hier die ganze Zeit rumrennen. Brut. Hallo. Hier einer? Hier? Hallo? Nee, ihr nicht. Da. Die habe ich gesucht. Aha. Da ist der. Gebt mir mal ruhig alles, was ihr so habt. Ich nehme das gerne. Aber die droppen halt echt hauptsächlich den ganz normalen Scheiß. Aber hier sind schon ganz ordentlich welche drin, muss ich sagen. Nee, ich glaube, Leute, wir brauchen Beheading auf der Waffe. Könnt ihr mal bitte reinschreiben, was man bei Tinker's Construct machen muss, damit man Beheading auf den Waffen hat?
Wir können allerdings auch noch zurückfliegen. Ich sag mal so, die Folge heute ist sowieso. Ich werde heute nicht nochmal Mage streamen. Die restliche Zeit irgendwie nutzen. Ist dann halt ein paar Minuten länger als sonst. Wenn wir diese Bone-Fragmente finden und genug normale Skulls von Skeletons, dann hätten wir auch genug. Dann brauchen wir nur ein paar Leute, mit denen wir die töten können. Aber dafür müssen wir nach Hause. Dann ab die Post. Oh, halt. Den nehmen wir noch mit. Seht ihr? Zweiter Kopf. Sehr schön. Oh, da ist einer geboosteter. Nein. Gib mir mein Schwert wieder. Ey, das ist jetzt nicht lustig. Wo ist mein Rapier? Wo ist mein Rapier? Nein! Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Weil dieser. Ich hasse diesen Minecraft-Bug. Ihr kennt den auch. Wenn sich ein Gegenstand an eure Hand. An eure Hand festhält, dann kommt man einfach nicht mehr weg. Wow, ehrlich. Ehrlich, einfach nur wow. Wie dumm das war. Und wir haben mit Sicherheit keine. Oh, dass wir die nicht haben, ne? Diese blöden Perlen, ey. Ich will das jetzt nicht alles laufen. Och, come on. Aber sterbe ich da nicht, wenn ich da mich instant teleportiere? Das kann schon passieren. Mist! Wie komme ich denn da hin? Also, ohne Witz, wie komme ich da jetzt hin? Essen ist jetzt nicht das Problem, aber alles andere. Ein gutes Schwert habe ich noch, aber mein anderes Zeug ist da unten. Ich brauche Steine, Werkzeug, all das. Und fliegen kann ich halt auch nicht. Ach, dumm, ey. Einfach nur dumm. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Stein mit, damit wir uns durchbauen können. Ja, so hatte ich mir jetzt den Rest der Folge nicht vorgestellt. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht sterben, aber das war jetzt wieder typisch unfähig. Ich spawn. Alter, ist das eine Rennerei. Die Frage ist ja nur, ob ich da jetzt ohne Probleme hinkomme. Ohne zu fliegen. Death Point ist halt nicht um die Ecke. 200 Meter laufen ist halt schon eine Nummer, ne? 200, nicht 400. Und dann noch in der Lava. So dumm einfach. Aber gut, dass man hier überall doch weitestgehend schnell herkommt. Jetzt haben wir das erste mal ein bisschen hier Feld. Autsch. Lasst mich in Ruhe. Ich tue euch auch gar nichts. Bin nur zu meinem Zeug. Irgendwie brenne ich auch gar nicht mehr weiter. Irgendwas habe ich an mir, was das verhindert. Ob die Rüstung das macht? Boah, Leute, bis da hinten hin muss ich. Naja, da unten in der Lava bin ich gestorben. So, die Frage ist, da hinten kommen wir runter. Burn, baby, burn. Ist jetzt gut mit der Brennerei hier. Klar, dass jetzt an den Gast kommen muss. Mhm. Sonst noch was? Sind die nicht bei Wünsch dir was? Komm, geh weg. Au. Warum kommt er? Das ist einfach nicht wahr. Hab ich nicht gesehen. Ich bin ja schon mal froh, dass meine Rüstung Soulbound ist und dadurch auf jeden Fall den Buff hatte, damit ich schnell irgendwo hinkomme. Mehr in die Richtung müssen wir uns bauen, okay. Fast Bridger. Ich
natürlich mitten in dem Lavasee gestorben. Mitten drin. Unfähigkeit kennt keine Grenzen, ehrlich. Wenn wir jetzt gleich dieses Zeug... Nein, 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 das ist nicht lustig. Wieso ist das denn jetzt passiert? Ich halte die ganze Zeit die Shift-Taste fest und trotzdem fällt mir in Lava. Das ist doch nicht normal. Komm, jetzt hör ja auf zu... Nein, da ist ein Viech. Nein, bitte nicht. Verschwinde. Boah, bitte hör vorher auf zu brennen, Alter. Wo sterbe jetzt hier? Bitte. Nein, da kommt das scheiß Vieh an, Alter. Da ist es. Du warst schuld, dass ich in den Lava gefallen bin. Und Gast haben wir da auch noch. Oh Mann, ich will doch nur mein Zeug zurück. Hallo? Hoffe, du hast da Spaß, wo du drin bist. Fang. Oh, ein Glück. So. Mann. Da drüben müssen wir hin. Nicht mehr so weit. Aber so viel HP habe ich auch nicht mehr. Boah, ärgere ich mich über mich selber. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Schon wieder so ein Lavafall. Wer immer das auch irgendwann entdeckt, der denkt sich auch, welcher Vollidiot ist denn hier gestorben. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn man in Lava stirbt. Ob der Grabstein wirklich in der Lava ist oder oberhalb oder unterhalb. Ist mir bisher hier in dem Modpack noch nicht passiert. Wird uns ja vielleicht irgendwann noch ein paar Mal in Forever Stranded passieren. So. Ja, wow. Ich sehe mein Grab im Moment schon mal nicht. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Ich bin falsch, ne? Das war mein Grab vom 17.05. Ich drehe durch. Ich bin beim falschen Grab. Nee. Das kommt da jetzt... Das glaube ich jetzt nicht. Och, come on. Ich will nicht mehr. Nein. Einfach nein. Das gibt's jetzt nicht. Ey, es ist einfach nicht zum Aushalten. Also Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir gehen zurück. Bauen uns eine neue, craften uns eine neue. Ah nein, kann ja auch nicht mal eben eine neue Sigil baut. Aber nein, nein, nicht sterben. Oh, wahrscheinlich wird sterben ich das schnellste jetzt, aber. Nein. Okay, dann sterbe ich halt eben doch. Mann, ist das ätzend. Auf nach Hause. Wir brauchen erstmal Zeug. Wenn ich nicht jetzt sterbe. Tschüss. Grausame Welt. Ach, Leute, ich. Kriegt die Krise. Okay, das macht so gerade keinen Sinn. Ich brauche eine Möglichkeit, dahin zu fliegen. Ich werde Max fragen, ob er mir den Besen fertig macht. Fuck, ey. Ich brauche deinen Besen. Bin im Nether weit weggestorben. Also, du hattest doch noch einen zweiten. Verdammte Axt, ey. Oh, er wird mir den leihen. Das wäre sehr nett. Was sagt denn die Playtime? Ich muss aufpassen. Nee, behalt. Spielzeit ist Ende. Jede Sekunde. Verdammte Axt. Habe ich so viel Spielzeit verloren. Tja, aber das Risiko gehen wir jetzt nicht ein, dass wir darüber fliegen. Das kann nämlich ganz gehörig nach hinten losgehen. Ich muss dann morgen mich an Max wenden und dann versuchen, das wieder zu holen. Ich melde mich morgen. BB. Tja, Leute. Erfolgreiches, unerfolgreich sein. Genau so habe ich mir das vorgestellt, ey. So ein Kack. Nee, Leute, ich
wollte eigentlich noch, wo ist das Töten, aber mit der Voraussetzung dann lieber doch nicht. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß an der Folge. Mich ärgert diese Folge heute dermaßen, dass ich jetzt beleidigt offline gehe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss!